Hallo liebe Fans, liebe Follower, liebe Fünfzylinder-Begeisterte. Heute mal nicht aus dem Prüfstandsraum der Firma H-Performance, aber aus der Werkstatt. Wir haben hier einen wunderschönen Audi TT RS 8J, den wir umgebaut haben die letzten Tage auf ein richtig interessantes Setup und vor allem auch auf eine richtig interessante Kraftstoffvariante. Nämlich das Fahrzeug hier hat 100 Oktan Kraftstoff drin, was ein absolut alltagstauglicher Kraftstoff ist. 102 ist bei uns mittlerweile wirklich sehr schwer zu bekommen. Viele Kunden haben Probleme. 100er Abdeckung ist teilweise noch besser. Und was haben wir jetzt hier dran gemacht? Das ist ein Fahrzeug, was schon zum dritten Mal bei uns ist, Stage für Stage durch umgebaut wurde. Der Ursprungs-Erstbesitzer, das war unser vierter TTRS, den wir überhaupt getunt haben. Und der hat jetzt nach und nach das Auto ein bisschen den Besitzer gewechselt und ist jetzt, wie gesagt, hier zum größten Umbau, den das Auto jemals erfahren hat, nämlich auf den TC870 XT auf Originalmotor. Sportserie Ladeluftkühler. Dann haben wir spezielle Adaption von Öl- und Wasserleitungen auf den 870 XT im Stahlmotor, unser spezielles gedrucktes Inlet. Wir haben unsere Ansaugen, wie ihr hier seht, Zündkerze, Hochdruckpumpe, 12 mm Variante, Downpipe, wie gesagt, auch die spezielle Downpipe, damit man den 870er oder allgemeinen Dazia-Lader hier drin verbauen kann. Wir haben hier noch schön zu sehen den Catch-Tank verbaut, den es auch für den 8J mittlerweile gibt und natürlich Abgasanlage hinten raus. Das Fahrzeug, kann ich euch jetzt schon mal sagen, macht richtig, richtig, richtig Spaß. Hat schön Leistung, dazu kriegt ihr gleich eine Einblendung und wir sind das Fahrzeug natürlich, wie ihr es mittlerweile kennt, auch mal 100 auf 200 gefahren und haben geguckt, wie fährt so ein TT RS 8J Originalmotor mit 870 XT, 100 Oktan, total daily auf der Autobahn. Das werdet ihr gleich sehen. Und ansonsten, wie gesagt, seht ihr hier, man könnte theoretisch mit einer Stage 1 anfangen und sich bis zu einer solchen Stufe hocharbeiten, ist kein Problem. Ladeluftkühler, Ansaugung und so weiter könnte aus der Stage 2 auch für diese Stufe übernehmen. Und wenn der Kunde jetzt noch sagt, Mensch, jetzt möchte ich noch mehr Leistung haben, dann verstärken wir den Motor, gehen mit der Verdichtung ein bisschen zurück und können nochmal bei einer 100 PS auflegen, je nach Kraftstoff. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir auf der Straße und gucken mal, wie das so performt. 100.